Ja, das stimmt auch wieder. Und damit einen wunderschönen Morgen. Willkommen zu einer neuen Folge Baumsee 2 Städtedreieck Linie 25 von Oststadt zur Versorgung, zum Versorgungsamt. Kuschelig, Versorgungsamt, Versorgung. Passt ja richtig heute, hä? Schön. Ja, wir wollen nicht lang machen. Schauen wir, dass wir die Fahrgäste gleich mal reinbekommen, weil ansonsten werden sie gleich wieder meckern. Dankeschön. Auch dir erstmal wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Schönen Start in den Montag wünsche ich dir, mein Lieber. Na. So, ja, kommt rein. Hallo. Erstmal wieder noch ein paar Screenshots machen hier. Achso. Können Sie bitte mal ein bisschen Heizung anmachen? Das ist ja ganz schön kalt hier drin. Städtedreieck. Hallo. Nö, ich stehe doch gerne auf dem Gras, wo, nö. Städtedreieck fahre ich gerade. Linie 25, Route 1 und Busbetrieb Starwag. Also Stadtverkehr AG. So, ja. Weißt du, was das Komische ist? Wir haben 15 Grad im Bus. Das muss eigentlich reichen bei denen. Ist schon kalt, ey. Ja. Die Saftsäcke da. Ist aber wirklich so. Ach ja, OP. Komm mal mit. Ach, was ist denn mit der Tür da los? Die Tür ist so komisch. Da will niemand mitgenommen werden, wa? Ach ja. Zum Versorgungsamt. Bin ich mal gespannt. Ob das heute was wird. Ich habe mir jetzt nicht gemerkt, wie lang die Linie wird, aber zudem haben wir erst den Bus angemacht. Das ist kein Toaster, der. Ja, nein. Naja. Man könnte es ja mal versuchen. Ne? Also, man könnte es ja mal versuchen. Auf den Toaster an. Ja. Aber wisst ihr was? Mehr die eine Minute. Ach, guck mal, da kommt schon die Verstärkung. Ich habe gerade ein Piepen im Ohr. Muss man erstmal gleich mal wieder ein paar Basslieder auf die Ohren schmeißen nach dem Stream. So, Abfahrt. Auf keine meckernde Fahrgäste. Buslinienverkehr ist hier rechts frei, okay? Interessant. Ja, der Armbau, ja. Echt, hab ich ihn versenkt? Ah, glaube ich. Ja, mein Problem ist nur, dass ich die richtige Streckenführung finde, ne? Und dass ich hier keine Scheiße baue. Zum Thema, ja. Ach, verdammt. Guten Tag. Die Linie. Good afternoon. Guten Tag. Mist, Hello. die Linie sind wir schon gefahren. Das ist halt der Nachteil, den ich halt so sage. Ich hätte halt. Deswegen mache ich mir ab und. Also. Ich hätte halt. Ich mache meine Tabelle und hake dann immer meistens ab, wenn was Neues ist. Was wir schon gefahren haben. So.
Bushalte im Kreisel. Was ist das? Ach Gott, das passt schon. Du weißt ja, nächste Haltestelle im Kreis fahren. Haben Sie einen Drehwurm? Wir drehen gerne weiter. Nein! Dankeschön, jetzt kommt doch so einer dabei. Ja, Audi weggerobbt. Och ja, ehrlich, jetzt bleibt erst auf. Sage mal. Also heute ist die. Heute ist mit der Bremse auch wieder was so komisch los, ey. Pokémon, du sollst dich. Naja, dann schmeiß ich nächstes Mal Pokéball dahin, ne? Vergesser. Hoppa. Auf jeden Fall. Braucht jemand einen Blumenservice bei so einem weißen Auto? Blümchen, weil wenn bei dem gut stehen. Oh, Junge, Junge, Junge. Das wird heute aber echt. Ach, Kollegos. Kappa City, schön. Und der nächste kommt. Germaniastraße. Apropos Pokémon, man könnte ja auch mal wieder ein bisschen Switch zocken, ja. Habe ich auch lange nicht mehr gemacht, ey. Müssen wir mal. Naja. Ein wenig Nintendo Switch zocken. So, hier meckern sie auch gerne. Muss ich nämlich aufpassen mit dem Randstein. Vor allem mit dem Gelenkbus. Oh, da meckern sie. Da sind sie feucht und fröhlich, wenn sie meckern. Keiner will was kaufen, finde ich gut. Das finde ich gut. Ach ja. Auch ein gelber Engel auf 4 Rädern. Zum Abschluss freigegeben. Panzergrenadier. Zielkoordinaten. Holt mir den Engel von der Straße. Oh, wow, 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 Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ist der noch jugendfrei, der Stream? Ich weiß, ich hab keine Ahnung. Ach du liebe Leute. Würde sich jemand bitte aus World of Tanks mal melden? Ich hätte hier einen gelben Engel auf 4 Rädern. Ach du liebe Güte, jetzt sind wir wirklich bei den 5 Minuten. glaube ich dir, ey. Junge, Junge, Junge.
Hä, ich glaube, ich muss mir dann meine Maske anziehen, hier die Knochenmaske, ey. Alter Falter, ey. Ich glaube, ich blick heute echt nicht mehr, ey. Stell dir mal vor, ich werde jetzt meinen Dienst antreten, ja? Und du hast vormittags schon aktiv was gemacht, ja? Und also körperliche Anstrengung. Aber du bist zwar körperlich gut entlastet, aber geistig bist du noch so, ja, so grenzwertig, ne? Und dann hast du so Sprüche drauf, wo du einfach denkst, Alter, du hast sie nicht mehr alle, ey. Ob du da auch alle Latte im Zaun hast, ey. Naja. Apropos, Leute, bisschen durch die Birne ist auch gut. Ja, das stimmt. Und zwar, für die nächste ETS-2-Tour bin ich schon was am Disponieren. Ja, also ich tu mir da schon gerade eine Tour planen. Weil ich versuche das ein bisschen professioneller. Siehst du, das haben wir wieder dieses Nella. Nee, ich bin momentan gerade dabei, eine Tour zu planen. Guten Tag. Für Hallo. Die ganzen Ortschaften. Für das Westbalkan. Auch Spezialtransport, wie gesagt, ich will jetzt erstmal gucken, dass ich die Woche den Scania R, das alte Haus da, fertig geskinnt bekomme. Dass wir den soweit fertig haben. Ist der soweit fertig, dann kann ich die Spezialtransporte auch alle aufnehmen. Und die sollen ja dann auch schon diese Woche schon kommen. Ja, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Ja, du weißt doch, wenn ich im Spezialtransport fahre, professionell, fährt vor mir ein Pokéball und hinter mir ein Pokéball. Nein. Ja, aber es ist für mich halt auch mal interessant, mal zu wissen, wie sowas halt funktioniert. Ne, bei ATS war ich noch dabei. Ja, das wird auf jeden Fall noch interessant, das kann ich dir sagen. Weil ich habe noch zwei Streams oder zwei Touren auf Reserve, falls da mal was passiert. Wenn ich mal meinen Spielstand oder meine Tour da zerschieße. Das Problem ist nur, dass Hallo. Irgendwie die Frachtbörse über das Spiel mache. Also ich fahre keinen WOT. Also World of Drugs, ne? Das fahre ich jetzt nicht. Obwohl es an der Zeit da besser wäre. Aber ich habe da pro Tag dann, wenn ich die eine Tour abgegeben habe, 12 Stunden Zeit für die nächste quasi direkt anzunehmen. Also fährst die eine und wie gesagt, immer pro Tour dazwischen 12 Stunden Zeit. Was war das denn für eine Ansage? Solowelt Laubendahl. Zur wahrhaftiger Zungenbrecher, wa? Also ich glaube, denn die Aufnahme, also die Haltestelle, die Aufnahme müssen wir mal gleich mal so schon lang ziehen. Solowelt Laubendahl. Die müsste man sich mal wirklich mal anhören. DHL-Fahrzeug. Hey. Ehrlich? Habe ich es gar nicht gesehen.